Tritra, tralala, der Kasperle ist wieder da. Hallo liebe Kinder, sind auch alle wieder da? Wisset ihr, wo ich gerade bin? Jetzt stellt euch einmal vor, ich hocke in der Stube vom Narrenvater und von der Narrenmutter. Die haben mich eingeladen zum Kaffee trinken. Da guck her, Kasperle, da habe ich noch ein paar Weihnachtsbrötli für dich. Gerade so der Rest von den vielen, die ich in den Backen habe. Sonst hätte ja mein lieber Mann, der Narrenvater, die meisten Brötchen gefressen. So, Narrenmutter, haben wir einen Gast da zum Kaffee trinken. Sali Kasperle, schön, dass du wieder mal da reinguckst. Ha ja, Sali Narrenvater, bei euch ist es doch immer so gemütlich und die besten Weihnachtsbrötchen gibt's auch immer bei euch. Ja, und ich tät dem Kasperle auch gern nur Auswahl anbieten. Aber du hast ja wieder die meisten Brötchen allein gefressen. Ja, ja. Hast übrigens schon angefangen mit dem Fasnetzküchle backen. Du weißt doch, am liebsten sind mir die Scherben oder die Nonnenfürzle. Probier doch du erstmal, ob du noch in dein Fasnetzhäse in die passt. Du hast seit Weihnachten einen rechtschaffenen Ranzen beieinander. Ja, also das habe ich vorher auch schon gedacht. Was meint ihr Kinder? Wo ist denn eigentlich mein Fasnetzhäse? Ich hab's da schon drüber im Schlafzimmer aufs Bett angelegt. Jetzt gang halt einmal probieren. Wasch, Kasperle? Drum gang ich seit drei König wieder zum Walken, dass mir mein Narrenmutterhäs wieder passt. Nu, der Vater ist halt einfach zu faul. Um Himmels Willen, was war jetzt auch das? Herrschaft noch einmal, hast du die Hose zu heiß gewaschen? Ich bin reingeschlupft, dann hat sie es gerade verrissen und am Kittel sind Knöpfe abgesprungen. Also im Jogginganzug kannst du auf alle Fälle in die Fasnet gehen. Ich kann dir die Hose zwar flicken, aber noch passt ja all neu drin. Ja, um Gottes Willen, was mache ich auch jetzt? Also Kinder, jetzt müssen wir dem Narrenvater aber helfen, dass er wenig abnimmt und wieder in sein Häse nicht passt. Komm, Narrenvater, jetzt kommen wir mal zu anderen Narren, zum Fragen, wie die sich für die Fasnet in Form bringen. Sali, haariger Bär! Sali, Kasperle! Sali, Narrenvater! Wie rennst denn du umeinander? Im Jogginganzug? Ist das jetzt modern? Nein, aber mein Häse ist ein wenig zu eng. Und deswegen musst du uns helfen, haariger Bär! Der Narrenvater muss ganz schnell 10 Kilo abnehmen! Ja, da habe ich einen tollen Tipp. Also, Narrenvater, jetzt machst du einfach mit mir 10 kräftige Kniebeuge. Oh ja, und ihr Kinder, ihr zählt alle mit. Und 1, und 2, und 3, und 4, und 5, und 6, und 7, und 8, und 9, und 10. So, Narrenvater, merkst du etwas? Neu zu reden, außer dass ich schnaufen muss. Was macht auch ihr für einen Blödsinn? Im Narrenvater ist Häs wenig zu eng. Hansele, hättest du eine Idee, wie der Narrenvater schnell 10 Kilo abnehmen könnte? Narrenvater, du kannst mit mir 10-mal von einem Bein aufs andere jucken. So wie alle Hansele im Umzug. Das macht schlank. Es gibt aber, wie ich mein, auch ganz schön dicke Hansele. Ha, die jucket halt auch nicht richtig. Guck mal, so musst du das machen. Also Narrenvater, komm, mach mit. Die Kinder zählen wieder mit. 10-mal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also das wäre nicht für mich, ein ganzer Umzug so rumjucken. Da hocke ich lieber mit der Narrenmutter in die Kutsche rein und wirf Mocke. Hanno, Daddy, sage, frag doch jetzt einmal das Eierweib. Denn die Weiber kennen sich doch sowieso besser aus mit dem Abnehmen. Kinder, kommet, jetzt rufen wir mal ganz schnell das Eierweib miteinander. Eierweib! Ja, da bin ich. Wieso ruft ihr mich? Im Narrenvater ist Häse wenig zu eng. Ja, und ich soll ganz schnell 10 Kilo abnehmen. Da war sich ihm ein guter Rat.
Der kann grad mit mir die Enge auf der Markt laufen, zum Eier verkaufen. Das sind so um die 50 Kilometer an Weg. In Gottes Namen, wenn's hilft. Aber Kasperli, du kommst auch mit. Oh ja, ich komm auch mit. Narre Vater, jetzt schnuff doch ich das so. Guck, wir sind doch schon am hohen Grähe. Wir können uns kurz auf den Baumstumpf hocken zum Ausruhen. Ja, wieso lauft ihr jetzt doch am Grähe umeinander, anstatt in Singen Fasnetz machen? Im Narren Vater ist doch das Häse wenig zu eng. Was? Rennt er drum im Jogginganzug da umeinander? Da habe ich ihm gleich einen Vorschlag. Mit dem nimmt der garantiert in einer halben Stunde 10 Kilo ab. Ja, und was muss er da dafür machen? Jetzt hör schon mal zu. Ich bin mit dem Ross sowieso gerade auf dem Weg. Geh singen. Nun kann er mir hinten nachlaufen und die Rosswolle auflesen. Da danach passt der garantiert in sein Häs. Also in Gottes Namen, was tut man jetzt alles? Also Kinder, tätet ihr das glauben? Jetzt hat der Narrenvater 10 Kilo Rosswolle aufgelesen und tatsächlich da dabei 10 Kilo abgenommen. Die Narrenmutter war ganz begeistert, wie schön er wieder in sein Häs nicht passt. Nun kann der Umzug ja jetzt losgehen. Und ihr singet jetzt alle mit mir zusammen mit und klatscht kräftig dabei in die Hände. Fahrig ist der Sell und wenn der Sell ist.